Daniel Rehfuß und Willi Tomczyk, ein junger und ein alter Künstler, haben sich gefunden. Im Kreativquartier Hallenbad zeigen sie zum ersten Mal außerhalb Wuppertals ihre gemeinsam produzierten kinetischen Bilder, die aus der Zusammenarbeit der beiden Künstler und ihrer Maschine entstanden sind. Daniel Rehfuß hat einen Dreipendelhomograph gebaut, welcher durch das Schwingen der Pendel Bilder erzeugt. Am 30.06. war es dann soweit. Um 17 Uhr haben die beiden ihre Ausstellung Kosmos Transparent im Hallenbad eröffnet. Und dann gibt es auch noch Clarisse Acuala, eine Dame mit einer spannenden Geschichte. Frau Acuala engagiert sich sehr für die Kunst ihrer Heimat und wird nicht müde, Beutekunst, die eigentlich in ihrer Heimat, den Kongo, gehört, aufzuspüren und das dann natürlich auch anzusprechen. Zudem ist sie selber eine begnadete Ton- und Textilkünstlerin. Hier kann man sehen, ich erzähle auch über Raubkunst. Raubkunst ist ja keine Politik, ne? Raubkunst, genau. Und hier kann man sehen, was ich mache mit Ton. Ach, das sind Ihre Kunstwerke, die hier? Genau, hier, was wir sehen, ne? Das ist, was ich mache mit Ton. Und hier mache ich auch was mit Textilien. Das ist hier, ich zeige, wie ich arbeite mit Ton, hier also, zum Beispiel. Also. Ne? Das ist selbstgemacht, hier. Also, da haben Sie selbst gemacht. Hier, kann man sehen? Ja, klar. Ja. Sie arbeiten also hauptsächlich mit Textilien und mit Ton. Ja, und was ich schreibe, ist mehr kurze Reflexionen. Weil ich philosophiere sehr viel, ja, ja, ja. Und ich schreibe zum Beispiel, wie lange ist man Migrant? Oder wie lange bleibt man Migrant, wenn man hier in Deutschland ist? Eine gelungene Ausstellungseröffnung mit zwei sympathischen Künstlern, interessanten Menschen und natürlich Kunstwerken, die ihresgleichen suchen. Das Mondkanal-Team sagt Danke, dass es dabei sein durfte. Und verabschiedet sich für heute mit einem kräftigen Glück auf. Aber vor allem, bleibt bitte gesund!